Zu was denn? Zu deiner Auszeichnung da! Danke! Schau, Kasimir! Schau mal, der Zeppelin! Der Zeppelin! Caro! Der fliegt jetzt auch über Ammergau! Ja! Und dann kommt er zurück! Caro! Und er wird einige Schleifen auch über uns beschreiben! Caro! Hey! Was? Ich scheiß dir was auf den Zeppelin! Ja, doch. Da oben, da fliegen 20. Da oben fliegen 20 Top-Manager. Ja, und was ist mit uns hier unten? Hier unten fangen wir derweil Millionen. Das ist ein Schwindel, Caro. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Weißt du was? Wenn du so traurig bist, dann werde ich auch ganz traurig. Ich bin doch kein trauriger Mensch. Doch! Weißt du was? Du bist ein Pessimist. Ach ja? Ja. Und weißt du auch warum? Ein jeder intelligente Mensch ist ein Pessimist. Oh. Ja. Ich meine, du kannst ja auch noch gut lachen. Du wohnst ja noch bei deinen Eltern. Und die verdienen noch etwas. Und du verdienst auch noch etwas. Aber ich? Mann, ich hab niemanden mehr. Ich bin ganz und gar allein. Kasimir. Vielleicht dann geht's so schwer für Wie meinst du das? Ja. Naja, weil du halt ein Pessimist bist. Ich neige ja auch zur Melancholie. Schau zum Beispiel Caro, zu komm, nicht heute. Caro, halt's Maul. Hey! 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 Schauen Sie mich denn jetzt so blöd an? Pardon? Scusi? I'm sorry. Ich habe an etwas ganz anderes gedacht, an den Zeppelin. Der Zeppelin fliegt jetzt nach Oberammergau. Waren Sie schon mal in Oberammergau? Dreimal. Respekt, Fräulein, Respekt. Ja. Aber wissen Sie was, die Oberammergau, das sind auch keine Heiligen. Die Menschen, die sind überall schlechte Menschen. Nein, 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 nein. Das, Fräulein, das kann man doch nicht sagen. Ich meine... Natürlich kann man das sagen. Die Menschen, nein, die Menschen sind weder gut noch böse. Sie werden nur durch unser momentanes gesellschaftliches System dazu gezwungen, egoistischer zu sein, als sie eigentlich wären. Ja, damit sie vegetieren können. Moment, abseits faul und pfui, was? Das kann ich so nicht stehen lassen, Locke. Mal ernsthaft, also... Er redet hier über Beziehungen, wenn draußen in Deutschland das Chaos herrscht. Die Nationalmannschaft ist abgestiegen aus der Euroleague. Schulz! Aus der, ja? Es reicht. Nein, aus der Euroleague. Und wir vom FC Bayern verlassen Deutschland. Genau deswegen. Nein, nein, wir haben das genau geklärt. Der FC Bayern verlässt Deutschland. Oh, FC Bayern, nehmen wir einmal an, Sie lieben einen Mann. Und nehmen wir weiter an, dieser Mann wird jetzt arbeitslos. Ja, dann hört ihr lieber auf, ganz automatisch, oder glauben Sie etwa, dass, wenn es dem Mann schlecht geht, dass dann das wertvolle Fräulein nur noch intensiver an ihm hängt? Glauben Sie das wirklich? Was sind Sie denn von Beruf? Oh, ich bin Zuschnapper. Schade, die mag ich nicht. Dann ist es bei mir wohl. Oh, Caro! Wer ist denn das, mit dem du da redest? Das ist ein alter Bekannter von mir. Das ist ein alter Bekannter von mir. Wir haben uns gerade zufälligerweise begegnet. Also, wir sind uns begegnet, zufälligerweise. Gerade eben, in diesem. Moment. Ja. Glaubst du mir das etwa nicht? Doch. Wieso soll ich dir das nicht glauben?
Wie hast du das zuvor gemeint, als du gesagt hast, dass wir zwei zu schwer füreinander sind? Soll das heißen, dass wir zwei uns eventuell trennen sollen? Was? Frag mich doch sowas nicht. Ja, und warum nicht, wenn ich dich fragen darf? Weil ich dir hier in einer solchen Situation gar nichts Gescheites sagen kann. Aha. Ja, das wird denn wohl schon so sein. So und nicht anders. Auf, Kasimir. Ja, lächerlich. Nein, ist das. Doch. Auf. Lächerlich, oder? Lächerlich. Ist es vielleicht nicht merkwürdig, dass es dir gerade an jenem Tage auffällt, dass wir zwei nicht zueinander passen? Kasimir. An jenem Tage, an welchem ich abgebaut worden bin. Hör auf, ich verstehe dich nicht, Kasimir. Ja, Mann, Caro. Dann denk halt nach. Du bist undankbar. Ein undankbarer Mensch. Weißt du, was ich alles für dich getan habe? Ich habe immer zu dir gehalten, ich habe immer hinter dir gestanden. Deine Eltern, meine Eltern, die haben dich gehasst. Und ich habe immer deine Partei ergriffen. Ach ja? Dann denk doch mal drüber nach, was du mir angetan hast. Ach so? Dann schau dich doch hier mal um. Schau doch mal, was du mir hier gerade antust. Ja. Jetzt lasse ich dich stehen. Kasimir. So. Jetzt möchte ich mal mit der Achterbahn fahren. ja, das wird ein teurer Spaß. Es ist egal, weil ich bin hier auf dem Oktoberfest. Und mein Mann ist ein Arschloch. Und ich habe es mir vorgenommen, also. Dann fahren Sie halt mit. Einmal. Da sind wir wieder auf der Speedy Gonzales 3000! Willkommen! Bitte einmal die Tickets in der ersten Reihe von zeigen. Hallo, junge Dame, junger Mann, was mit Ihnen? Ja, genau. Da hinten mit einem Herrn und einer Dame. Oh. Er lässt uns nicht aus den Augen. Den kenne ich. Den kenne ich. Das ist der Merkel-Franz. Mit seiner Erna. Das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von meinem Kasimir. Aber wie oft hat der schon gesessen? Der ist auf die schiefe Ebene geraten. Ja, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, oder? Ja, das schon. Aber der Merkel-Franz, der prügelt seine Erna. Was? Ein schwaches Weib schlagen. Sowohl das allerletzte. Ich meine, der Kasim ist auch sehr zornig, aber angerührt hat er mich noch nie. Ja, dann macht uns aber wohl keine Szene hier. Nein, oder? Doch nicht hier, in der Öffentlichkeit. Dafür ist er schon viel zu beherrscht. Allein schon von seinem Beruf her. Was macht er? Kraftwagenfahrer. Ach. Also Chauffeur. Ja, jähzornige Menschen sind ja meistens gutmütig, oder? Was? Haben Sie etwa Angst? Was? Nein! Komm, Sie lassen Nein. uns noch einmal fahren! Nein. Doch, doch, aber Nein. diesmal die ganz Großen! Hm. Da hinten! Los, kommen Sie! Los, bitte nur einmal, bitte!
Wir zwei sind glücklich, wenn wir beieinander liegen. Auf dieser Welt, hier ist Öl mehr wert als Wein. Auf dieser Welt kann ich ohne dich nicht sein. Die einen trinken im Überfluss, die anderen. Ein Terrorist sprengt glücklich einen Flughafen leer. Und ein Nazi schießt zufrieden auf ein Flüchtlingsheim. Da fühlt man sich als Mensch manchmal allein. Unser Dach ist der Himmel und unsere Heimat ist die Welt. Parlez-vous française? Ne pas. Pardon, Casimir. Das lässt sich nämlich auf Deutsch nicht so richtig ausdrücken, dieses Zitat. Ach, und in Porto Achterbahn und Caroline, wenn du mir sowas antun würdest, ja? Ich würde ja deine Fresse polieren. Sei doch nicht so ungerecht. Ja, hab doch bloß Spaß, Caroline. Auf, dass dir ja nichts passiert. Auf, dass du dir ja nicht dein Genick verrenkst. Das wünscht dir dein Casimir. Casimir, hab doch keine Angst. Wir sind zu zweit. Franz, ich bin nicht zu zweit. Ich will nicht zu zweit sein. Ich bin allein. Ich hätte einen plausibleren Vorschlag. Lass doch diesen Kavalier überhaupt laufen. Er kann doch nichts dafür, dass jetzt die Deine mit ihm durch die Weltgeschichte rodelt, ja? Hey, du hast dich doch nur mit ihr auseinanderzusetzen, Mann. Bestraf sie. Wenn du meinst, dass das nötig ist. Ja, Franz, das ist Ansichtssache. Oh, natürlich ist das Ansichtssache, Casimir. Ja, und ich bin nicht der Ansicht. Du bist eben ein naiver Mensch. Du bist eben ein naiver Mensch, Casimir! Ein naiver Mensch, Casimir! Wahrscheinlich, Franz. Was ist das Weib? Kennst du den Witz, wo die Tochter mit dem leiblichen Vater... Und der... Kannst du so weggehaften über den Traum? Ja, wie hätten wir es denn gern, ha? Ich bin doch auch eine Frau. Das habe ich vergessen. Entschuldigung. Also, werd mir jetzt nur nicht nervös, okay? Geil. Geil, geil, geil. Casimir! 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 Da schauen Sie mal hinauf. Da ist der große Bär. Wo? Na, dort. Und das dort ist der Orion mit dem Schwert. Ha. Ja. Woher wissen Sie denn all das? Wissen Sie, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich mir immer, was ist ein Mensch neben einem Stern? Das gibt mir dann wieder Halt. euer Fräulein Braut fahren noch. Das freut mich. Ich bin nur einmal mitgefahren, aber sie wollte gleich noch einmal. Noch einmal. Aha, absolut.
Also, Sie sind doch ein alter Bekannter von meiner Fräulein Braun. Wieso? Das ist gut. Ja. Das ist witzig, ja. Ich kenne euer Fräulein Braun, er ist seit der Wind bei dem Eisenmann. Da sind wir so unwillkürlich ins Gespräch gekommen. Ja. Das ist gut. Unwillkürlich. Ja. Ja, das ist aber merkwürdig, weil meine Caro hat mir nämlich gesagt, dass sie dich schon seit langem kennt. Also stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht? Ja, ich will da nämlich klar sehen, so von Mann zu Mann. Von Mann zu Mann? Ja. Also stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht? Es stimmt nicht. Okay. Ehrenwort. Ehrenwort. Du bist so gut, der Typ. Tja, Kasimir, in diesem Sinne hast du wohl eh verkackt, lieber guter alter Freund. Hau ihm doch einfach eine aufs Maul! Huste mich nicht so schwach von der Seite an, ja? Du wirst es ja schon noch sehen, wo du landen wirst mit derartig nachsichtigen Methoden. Ich sehe dich ja schon einen Kniefall machen vor dem Hausfreund deiner eigenen Braut. Oh, großer Mann mit Bart! Küsse nur die Spur ihres Trittes, du Masochist. Ich bin kein Masochist. Ich bin ein anständiger Mensch. Das ist der Dank. Man will dir helfen, ja? Helfen und du wirst ironisch. Sitzen lassen sollte ich dich. Genau da, wo du sitzt. Komm, Frank. Erna, ich bleibe. Solange ich Lust dazu habe, in einer solchen Situation darf man seinen Freund nicht allein lassen. Hi. Franz. Wie hast du das zuvor gemacht, als... Wie hast du das zuvor gemeint, als du gesagt hast, dass wir zwei... Hast du das zuvor gemeint, als gesagt? Wie hast du das zuvor gemeint, als du gesagt hast, dass wir zwei nicht zueinander passen? Und du hast gesagt, eventuell hast du gesagt. Und du hast gesagt, dass ich dich verlasse, weil du abgebaut worden bist. Das ist eine ganz tiefe Beleidigung. Eine anständige Frau, die gehört doch eher noch mehr zu dem Mann, zu dem sie gehört, wenn es dem Mann schlecht geht. Bist du so eine anständige Frau? Du doch selber wissen. Ja? Und du hängst jetzt noch mehr an mir, ne? Mann, Caro, du sollst mir jetzt eine Antwort geben. Gott, ich kann dir darauf keine Antwort geben, das musst du fühlen. Ah ja, fühlen. Warum lügst du? Ich lüge doch nicht. Doch, und zwar ganz ohne Schamgefühl. Wann? Wann soll das denn gewesen sein? Zuvor, als du gesagt hast, dass du diesen Herrn schon seit langem kennst. Und derweil ist das doch nur so... Eine beschissene Oktoberfestbekanntschaft! Ja, ich war halt sehr verärgert! Das ist doch noch kein Grund! Doch! Bei einer Frau vielleicht schon! Lass mich los. Lass mich los. Pippi! Ein gebildeter Mensch. Ja. Ein Zuschneider. Was zur Hölle ist ein gottverdammter Zuschneider? Das
ist eine alte Berufsbezeichnung für jemanden, der ein Schnittmuster erstellt. Das ist die dritte und vorletzte Stufe der vierstufigen Handwerksausbildung. Und er ist in der Lage, zugeschnittene Bekleidungsteile, Einlagen und Futter zu verarbeiten, Nähte zu schließen, Abnäher aufzuschneiden und dann alles zur Anprobe zuzurechnen. Verstehst du das? Du willst mir jetzt also erklären, dass ein gebildeter Zuschneider etwas Besseres ist als wie ein ehrlicher Chauffeur. Gott, geh, verdreh doch nicht immer die Tatsachen! Nein, das überlasse ich ganz dir. Gott. Ja, ich konstatiere lediglich, dass du mich zuvor angelogen hast. Und zwar ganz ohne Schamgefühl. Hör auf! Ja, geh, schwing dich doch mit deinem fein gebildeten Herrn Zuschneider. Das sind ja wohl wahrlich die feineren Kavaliere als wie so ein armer Hund, der gestern noch abgebaut worden ist. Und weil du gestern abgebaut worden bist, soll ich jetzt vielleicht weinen, ha? Du kannst einem ja schon gar kein Vergnügen mehr, du Egoist! Seit wann bin ich denn ein Egoist? Ja, da muss ich aber direkt einmal lachen. Hier geht es doch nicht um deine beschissene Achterbahnfahrt, doch, sondern um dein unqualifizierbares Benehmen. Nein. Und dass du mich zuvor angelogen hast. Kasimir, bitte. Was soll die Scheiße? Geh, geh, schwing dich doch mit dem Kavalier. So, es reicht, pardon. Jetzt hältst du aber eine Schnauze los mit dir! Du Gott, auseinander, auseinander, es reicht jetzt, es reicht! Auseinander, wir gehen! Wir gehen! Ja, wir gehen! Los! Wir gehen! Jetzt komm! Ja, geh bloß! Du Zuschneider-Mensch! Wie bitte, was hast du da gerade eben gesagt? Er hat jetzt da gesagt, Zuschneider-Mensch oder Nutte, wie der Berliner sagt. Sakrament! So nennst du mich nicht! Okay. Kommen Sie, Fräulein? Ja. Jetzt komm. Glückliche Reise! Zu zweit! Weiber gibt's wie Mist. Weiber. Was? Wie Mist. Das aber ein alter Hub! Hallo? Ein Saubär! Schneidreiber! Dreckiger! Zwei hübsche Tonzen! Was? Guten Abend! Trotz Krise und Politik, mein altes Oktoberfest. Habe ich übertrieben? Einfach nur geil. Da sitzt noch der Dienstmann neben dem Geheimrat, der Kaufmann neben dem Gewerbetreibenden, der Minister neben dem Arbeiter. So lob ich mir die Demokratie. Wir haben ja seinerzeit auch Sport getrieben. Aber heutzutage wird ja nur noch gefickt. Aber Geist ist geil, Freunde! Ich hab auch schon Glück gehabt. Geil, ich auch. War sie hübsch? Du weißt doch, in der Nacht sind alle Katzen grau! Also ich nehm... Mein! Den da! Okay. Mein! Hab ich schon! Beide! Muss denn das immer sein, dass die Männer so misstrauisch sind, obwohl man schon alles tut, was sie von einem Natürlich muss man sich als Mann immer unter Kontrolle haben. Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, weil ich da eben gerade Partei für Ihren Herrn Bräutigam ergriffen habe. Weil ich meine, er ist halt... Er ist doch halt... Er ist halt arbeitslos und das ist... Das ist doch auch nun kein Kinderspiel. Ja und? Das ist doch noch kein Grund, dass er zu mir sagt, dass ich eine Nutte bin. Nein, natürlich nicht. Man muss das immer trennen. Die allgemeine Krise und das Privat. Ja, und genau. Genau diese beiden unheilvollen
Aspekte gehören einfach zusammen. Oh, reden Sie doch nicht immer so geschwollen daher. Ich hol mir jetzt noch ein Eis. Ein Eis, ja. Sehr nett. Ein Mädchen ohne Popo ist kein Mädchen. Muss sich eine solche Trennung wohl überlegen, mit all den Konsequenzen. Was sind für Konsequenzen? Ich bin eine berufstätige Frau. Ja, aber ich dachte dann doch auch eher so an dieses seelische Moment. Ich bin nicht so veranlagt, dass ich mich beschimpfen lasse. Ich bin ja sogar blöd, dass ich mich derart mit Haut und Haaren an den Herrn Kasimir ausgeliefert habe. Ich hätte schon zweimal einen Beamten heiraten können, mit Pensionsberechtigung. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Eugen. Sie haben so ausgefallene Augen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Gefällt Ihnen Eugen als Vorname? Weil sehen Sie, ich bin ein einsamer Mensch, weil meine Frau Mama, die ist auch nicht mehr ganz richtig im Kopf seit der Wirtschaftskrise und ich habe einfach niemanden mehr, mit dem ich mich wirklich aussprechen kann. Wer ist das denn? Das ist mein Chef. Ihr Chef? Topmanager Rauch. Sie kennen doch sicherlich die Firma. 4 Stockwerke hoch und auch nach hinten hinaus. Ja. 4 Stockwerke? Ja, er hat eine GmbH und Co. KG aus sich gemacht, nur so pro forma von wegen der Steuer und so. Aber das ist Ihr Chef. 4 Stockwerke? Mein Name ist Schürzinger. Schürzinger. Schürzinger! Schürzinger! Ja, sicher! Eine Kinderkonfektion! Kindermäntel! Ja! Das Fräulein Braut? Nein! Aber trotzdem sehr angenehm. Angenehm! Einen Samos! Ein Samos für dich! Ein Samos für mich! Und ein Samos für sie! Aber wir... Ich trinke doch niemals Alkohol, die Herrn Manager! Was hat er gesagt? Jetzt ist es los. Zwei Schritte vor! Ein Schritt zurück! Weil ich Anti-Alkoholiker bin, oder was? Aus Prinzip! Ja, wie man so zu sagen pflegt. Derartige Prinzipien werden hier nicht anerkannt! Wir betrachten selbige als nicht existent. Mit seinem Oberherrgott wird der junge Mann noch einen Samos kippen! Oder so. 6,1 Millionen Liter Bier auf diesem gottverdammten Fest alleine saufen, oder was? Ich trinke ja mit ihm nicht. Schürzinger! Schürzinger, ich hatte mal einen Erzieher, der hieß auch Schürzinger. Das ist ein Rhinoceros. Noch einen Samos! Das Fräulein auch! Nein, ich trinke nichts Konzentriertes und ich mag auch das gemischte Zeug, mag ich auch nicht. Es tut mir leid, aber... Ja, wie auch immer. Schürzinger! Kennen Sie den Witz, wo die Tochter mit dem leiblichen Vater...
schau, wie du schaust, wenn dich einer anschaut und ich rauch und ich sauf, denn ich brauch nicht zu sehen, wie sehr du dich freust und wie sehr du enttäuscht bist von mir. Wie sehr du dich sehnst nach einem Leben mit jemandem, Leben zu zweit. Ein Leben mit mir ist ein Leben allein und ich weiß, es wird Zeit, es wäre besser für dich jetzt zu gehen. Lass mich nicht los. Lass mich nicht los. Lass mich nicht auf mich los. Was willst du denn schon wieder? Was sind denn das für Leute dort? Lauter alte Bekannte. Ja. Sei nicht boshaft, bitte. Ich bin nicht boshaft. Der eine ist Topmanager. Rauch. Und der andere, der ist aus Norddeutschland. Unilever und so. Also lauter bessere Menschen. Du kannst mich jetzt nicht mehr aufregen. Was willst du noch? Ich habe mich bei dir entschuldigen wollen. Wegen meinem Misstrauen und dass ich so grob zu dir war. Das war nicht schön von mir. Willst du mir das verzeihen? Ja. Ich danke dir. Du verkennst deine Lage. Was ist jetzt für eine Lage? Kasimir. Caro. Ich habe nachgedacht. Ich habe nachgedacht und das macht alles keinen Sinn mehr. Ich habe mein Gefühlsleben genau geprüft. Das sind doch keine Menschen für dich. Was willst du durch die denn erreichen? Eine höhere gesellschaftliche Stufe. Ah ja, eine höhere gesellschaftliche Stufe. Lass mich runter, Kasimir. Lass mich runter! Lass mich runter! Lass mich runter! Ich habe mich doch von dir tyrannisieren lassen! Ich habe es doch dir nachgesagt, dass eine einfache Büroangestellte nur eine einfache Proletarierin ist! Dir! Und mein Herz und mein Hirn waren umnebelt, aber hier drin habe ich immer anders gewusst! Was redest du denn da? Weißt du was? Das ist jetzt aus. Aus. Yeah.
Status in einer Partnerschaft automatisch zu Gewalt führt. Erläutere das doch mal für uns alle hier. Also ich habe tatsächlich sowas in die Richtung gesagt. Mhm. Was ich eigentlich gesagt habe, ist aber, dass die Art und Weise, wie Eltern oder grundsätzlich Beziehungspersonen in deiner Kindheit mit dir umgehen, absolut gravierend dafür sind, wie du dich am Ende entwickelst und letztendlich Vielen Dank, Franz! Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber die Caroline und der Eugen sind immer näher zusammengerückt und das bringt mich gerade völlig aus der Fassung. Ich weiß auch nicht. Also läuft da was? 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 Also meine Damen und Herren, wir haben noch Zeit für eine einzige Hochfrage. Caroline und Eugen, stellt euch vor, ihr kommt zusammen und ihr bekommt ein Kind, ja? Und dieses Kind ist ein Mädchen. Wie würdet ihr sie nennen? Ihr habt 3 Sekunden Zeit, mir eine Antwort zu geben. 3, 2, 1. Marie! Das war's mit der heutigen Aufgabe von
so schön aus in der Nacht. So beleuchtet. Aber wir fliegen ja nicht mit. Bestimmt. Sie schauen mich so komisch an. Sie mich auch. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ich meine, ist das jetzt der Alkohol? Weil in mir geht nämlich etwas vor, was ich nicht mehr kontrollieren kann. Wenn man nur Geld hätte. Geh, sei doch nicht so fad. Sind wir jetzt per Du? Für diesen heutigen Abend. Und für sonst? Vielleicht, wer weiß. Konrad! Oh, nur so weiter lassen Sie sich nur nicht stören in Ihrer angeregten Unterhaltung. Nein, angeregt ist anders! Angeregt ist anders? Willst du das verstanden haben, dass du mich angeregt bist? Das ist eine momentane Taktik. Ach so, eine Taktik? Du bist also ein berechnender Mensch, oder wie? Ein Auch Zyniker. In der Liebe? Ha? Ich höre dich ja schon gehen. Es ist nicht so, wie du denkst. Schreibt die Kleine an, während wir den Zettel liefern. Ich denke es ja gar. Da wird es sich bald ausgeschmiert haben. Ich sag's nicht. Sauf, Kasimir, damit du etwas wirst. Ja, und was soll ich vielleicht werden, Franz? Vielleicht ein Topmanager? Oder so gründe doch eine neue Partei und werd Finanzminister. Ja, da hast du recht. Oder, vielleicht noch besser, ich bewerbe mich als Chauffeur. Ich empfehle mich als Chauffeur bei der Kultur. Das wäre doch mal. Ich habe einen Führerschein A3 und B3. Sei nur froh, dass du deine Braut nicht mehr hast, diese arrogante Person. Ja, sie ist halt eine Büroangestellte. Das ist doch noch kein Entschuldigungsgrund. Überhaupt, Franz, sag ich dir jetzt mal was. Alle Frauen, ja, sind verräterische Personen. Also sie verraten, die verkaufen ihre Seele und verraten in diesem speziellen Falle mich für eine Achterbahnfahrt? Ich sag dir was, Franz. Heute saufe ich mich an und dann hänge ich mich auf und dann werden die Leute sagen, es hat einmal einen Arm, Kasimir. Einen Dreck werden die Leute sagen, Kasimir. Da sterben doch täglich Tausende und sind schon vergessen, bevor sie überhaupt sterben. Ja, vielleicht, dass wenn du ein politischer Toter wärst, in Afghanistan gefallen oder so, ja? Nachher würdest du noch mit einem Pomp begraben werden, Flagge auf dem Sarg, aber schon morgen vergessen werden. Ja, da hast du recht. Man ist halt ziemlich allein in der Welt. Prost, Arschloch! Wo geht denn der da jetzt hin? Der geht sich abreagieren, der tut sich doch nichts an. Ich glaube es nicht, dass der eine robuste Natur ist, der ist mehr empfindsam. Oh, du hast ja mal wieder eine scharfe Beobachtungsgabe. Lass ihn doch laufen, bitte. Wen? Den Kasimir. Wieso laufen lassen? Franz! Franz! Franz, darf ich bekannt machen? Wir drei Hübschen sind uns eben auf der Toilette begegnet. Franz, kannst du mir mal das Phänomen erklären, dass die Damenwelt immer zu zweit verschwindet? Ja. Fotzen eben, Kasimir. Fotzen eben. Wir sind doch alles nur Menschen, besonders heute, Franz. Stimmt das jetzt, dass dieser Herr einen Kompressor besitzt? Oh, natürlich hat er einen Kompressor. Und was für einen? Lass dich doch nicht so verarschen. Jetzt halt dein Maul. Oh, du hast aber ein loses Mundwerk. Na, und wenn der
Kasimir sagt, dass er eben einen Kompressor besitzt. Ja, dann hat er eben auch einen Kompressor. Scheiße! Ich brauche jetzt was zum Trinken. Da. Sauf. Das ist ja gar kein Tropfen mehr drinne. Bier! Bier! Oh, Scheiße! Ja, ist jetzt auch schon das ganze Geld weg. Der und ein Kompressor, hab ich dir doch gleich gesagt. Dass so etwas im besten Fall ein Fahrrad hat. Auf Abzahlung. Komm. Grüß dich Gott, Herr Kompressor. Tschüss. Scheiße. Nein, wartet da. Scheiße, Mann. Ich hab dir doch gesagt, ohne Geld bist du einfach der letzte Hund. Oh, Kasimir, der Philosoph, oder was? Ja, wenn man nur wüsste, was man für eine Partei wählen soll, oder was für einen Fußballverein man beitreten soll, oder was man überhaupt tun soll. Oh, Kasimir, der Politiker, oder wie? Man halt einfach mal die Schnauze, Franz. Es gibt überhaupt keine politische Partei, bei der ich noch nicht dabei war. Ja, wir sind Splitter. Aber überall markieren die anständigen Leute den blöden Hund. In einer derartigen Weltsituation muss man es eben derartig machen, wie zum Beispiel ein gewisser Merkel-Franz. Oh ja, dann sag mir doch einmal Merkel-Franz, wie man das denn machen kann. Der hat mich doch mal einfach mal eben Merkel-Franz. Einfach. Zum Beispiel habe ich mich in letzter Zeit spezialisiert auf einen gewissen Paragraphen. Auf einen gewissen Paragraphen, hm? Franz, gerade du solltest wissen, dass man sich mit Paragraphen besser nicht einlässt, hm? Du erbärmliche Sackfresse! Da drüben sitzt die Caroline! Was? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Wo? Nein! Also, leer gebrannt. Kasimir, zum letzten Mal. Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Lass ihn doch. Erna! Da bleibt konzentriert. Ich dir denk... When you go down, when you go down.
ich habe keine Hintergedanken. Ich bin nur etwas nüchterner geworden. Komm, trink du keinen Alkohol mehr. Oh, heute trinke ich ein einziges Mal, was ich will. Du hast keine Ahnung, was diese beiden Top-Manager sich in ihrer Fantasie ausmalen. So, was denn? Sie wollen dich betrunken machen. Ich vertrage aber viel. Und dann sagen sie es ganz frei heraus. Was? Dass sie dich haben wollen? Ja, komm. Erotisch! Ficken, Mann! Ficken also! Ficken wollen sie mich! Das ist doch unter deiner Würde, Caro. Das ist doch unter deiner Würde. Komm, komm, komm. Empfehlen wir uns auf Französisch. Komm! Lass mich los! Nein, Auto, tust mir weh, wo bin ich denn? Wohin? Zu dir? Zu dir? Du bist auch nur so ein Egoist. Lisa, wie so Egoist? Genau wie der Kasimir. Kasimir. Mein Name ist Eugen. Und ich heiße Caroline. So, und jetzt? Da vorhin in der TV-Show, da habe ich von einer gemeinsamen Zukunft geträumt. Aber das war ja nur wieder so eine Fantasie von dem Fräulein Caroline. Oft verschwendet man seine Gefühle. Menschen ohne Gefühle haben es doch sowieso viel leichter im Leben. Doch, natürlich. Viel leichter. Scheiße! Alle weg, alle weg! Warum kommst du jetzt schon? Du denn? Was denn? Alle raus hier! Bitte keine Politik, ja? Bitte keine Politik, alles, aber nur das. Du musst kommen. Das hat nichts mit Politik zu tun. Halt die Schnauze! Was willst du noch vorbereiten? Darf ich Ihnen eröffnen, dass ich ein extravagantes Cabriolet besitze? Ich hoffe, Sie fahren mit! Wohin denn? Nach Altötting. Altötting? Mit der Nacht. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schön, dass Sie guten Abend, das gefällt mir. Wo ist denn guten Abend, ganz besonders? guten Abend, wo ist denn mein Mikrofon? Das dauert heute ein bisschen lange. Aber zu gut aus. Ein gelungener Abend, meine Damen und Herren. Ein gelungener Abend, na? Ja, das freut mich. Apropos gelungen. Ich hatte neulich das Vergnügen, mit einem sehr interessanten Kollegen von mir, Bauunternehmer Otto Wurf. Und dieser Wurf, der erzählte mir eine sehr nette Anekdote von einem neuen Projekt, das er unternahm und die Sozis ihm das so ein bisschen streitig machen wollte, wie die das immer so machen, nicht wahr? Ja. Aber was hat er getan? Er hatte glücklicherweise ein paar Penthäuser übrig und das erfreute den einen oder anderen Politiker ganz besonders. Sie können sich vorstellen. Natürlich hat er den Bau gut bekommen. Aber nicht nur das, er konnte auch noch Nebenkosten erheben. Nebenkosten nach den G20 Krawallen. Da waren nämlich einige Sicherheitsupdates nötig. ich habe mich übrigens mit ein paar seiner Mitarbeiter unterhalten. Wissen Sie, wie die sich fühlen, unter ihrem Herrn zu dienen? Speer? Geehrt fühlen die sich. Geehrt. Also wie? Geehrt. Exakt. Nimmt mir das mal jemand ab, dass ich sterbe. Ja! Sie wissen doch, wen Sie hier vor sich haben. Speer. ICT Sourcing. Freut mich! Nein! Ist das dein Scheiß Ernst, Konrad? Absolut! Soll eine
zehnjährige Freundschaft so zerbrechen? Ich brech dir deine Nase, du Wichser. Ich fick deine Familie! Ich bin von der Aber irgendwas fehlt noch, ha? Traurig, aber wahr, auch ein Waldtier. Was ist denn mit dem Herrn Schürzinger? Oh, der lässt sich bestens empfehlen. Und der Herr ICT Sourcing Manager? Ich würde sagen, wir sind allein. Fahren wir wirklich nach Altötting? Jetzt! Was verdienen Sie eigentlich? 853,75 brutto, nee, netto, also nach allen Abzügen. Oh, Sie weniger als mir BAföG. Ich hab auch die 50er Bahncard und Mitternachtszuschläge. Schön, in der heutigen Zeit. Ich arbeite aber sehr selten Mitternacht und gerade in der heutigen Zeit, ich bin wirklich froh. Mein Körper, du bist heiß, so heiß. Baby, ja, du weißt, dein Körper, ja, mein wirklich, Körper, du, dass ich das habe, gerade in der heutigen Zeit, dein man hat halt nur so gar keinen Zukunftsblick, außer dass ich mich vielleicht verdreifache, aber dann wird sie schon grau. Mein Körper. Zukunft ist eine Beziehungsfrage und ich als der CEO bin die Beziehung! Auf nach Altötting. Was ist das denn? Das ist doch dein Maybach Mercedes! Oh, erraten! Ja, aber Moment mal, mein ehemaliger Bräutigam, der hat genauso eins gefahren und der war nur Chauffeur. Aber wieso? Ich verstehe nicht. Sie sind kein Chauffeur. Ich verstehe. Er hat das geleased. Und Sie nicht. Sie wissen nicht, oder nicht? Oder sagen Sie doch mal. Und genau das ist der Unterschied. Ja. Weil mein früherer Bräutigam, das war ein sehr komischer Mensch. Ja. Weil zum Beispiel standen sie vor 3 Monaten, da wollten wir einen Sprint. wollten wir eine Spritztour machen. Hinaus ins Grüne. Weißt du das noch? Und dann hat er in einer Ampel, an einer beschissenen, blöden 0815-Ampel, da hat der einen riesen Krach mit einem BMW-Fahrer angefangen. Ich meine, man muss den Luxus doch mal zu würdigen wissen. Ja, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Leb wohl, Kasimir. Leb wohl. Ja. Und viel Glück. Ich fahre jetzt nach Altötting.
Team. Ja. Das ist ein schöner Maybach. Ich bin auch mal so eingefahren. Gestern noch. Darf man bitten? Gnädig. Maybach Mercedes! Kasimir, also dann, hier hätten wir es. Es trennt sich dann nämlich nur der eine bewusste Parkwächter heran, ja? Der Fette, der immer Taylor Swift hört, ganz laut hört und denkt, er sei cool. Und der steht immer dort, weil man von dort die beste Aussicht auf die Festwiese hat. Erna! Ich bin noch nass von dem Bier! Das war doch nur halb so tragisch gemeint. Tut das dir leid? Nein. Mach bloß auf, Franz! Unter Parken? Ja, allerhand hochkapitalistische Limousinen. Lauter Steuerhinterzieher. Der Merkel hat schon eine komische Natur. Es bringt einen um und dann tut es ihm leid. Ja, er ist wirklich kein durchschnittlicher Mensch. Weil er sehr intelligent ist, der drückt so eine Autotüre auf und eine Fensterscheibe ein. Da hörst du keinen Laut. Ja, ich meine, es bleibt dann ja auch nichts anderes mehr übrig. Gestern noch, da hätte ich dem die Gurgel zugedrückt und dem das Kreuz abgeschlagen, der es gewagt hätte, etwas aus meinem Maybach herauszunehmen. Ja, und heute? Heute ist das anders. Ja, so ändert man sich mit dem Leben. Oft male ich mir eine Revolution aus. Dann sehe ich die Armen durch das Siegestor ziehen und die Reichen in ihren Lux. Dann ist es hier plötzlich schlecht geworden, Herr Frau CEO. Und der Speichel ist hier aus dem Mund heraus. Und wenn ich nicht im letzten Moment gebremst hätte, dann wären wir jetzt tot. Jetzt tun Sie doch irgendwas. Ich verdammt Ihnen Ihr Leben. Ja, wahrscheinlich. Ja, logischerweise, indem dass Sie gebremst haben. Ja, das schon, aber ich kenne mich ja auch aus mit der Fahrerei, weil mein früherer Bräutigam, der war ja Chauffeur, aber jetzt tun Sie doch irgendetwas. Schauen Sie, die atmet nicht. Sie müssen irgendwas, Sie haben doch eine Ausbildung oder irgendwas. Speer! Ja, da! Ich bin ja da! Das wird ja alle
Ich bin ja da. Sie noch hier rum, leben Sie wohl! Verpiss dich! Hier hoch! Deine Arme! Speer! Das habe ich nicht verdient! Verdient? Sie ein Arschloch! Ich nicht lache. Das gibt's ja diese Sauweiber! Aber ich werde sie ausrotten! Alle! Scheiße! Das Leben gerettet, das gottverdammte Leder! Leder! Wo liegt er denn jetzt, der Herr ICT? Trotzdem werden er drauf! Ihr seid alle minderwertige Subjekte. Ich werde euch alle langsam austrocknen lassen. Euch weiter euer bedeutungsloses Leben. Aber wer seid ihr schon? Nee. Ich bin alles. Schon irgendwo stecken. Ja. Ja, und wo die Caroline jetzt steckt, das ist mir vollkommen egal. Nein, das wäre keine Frau für Sie. Dafür habe ich mir einen Blick erworben. Ja, so eine Frau ist ja auch wie ein Auto. Also ich meine, der Motor ist das Herz und das Benzin ist das Blut. Na, und wenn ein Funke überspringt, dann raucht sie ihn. So. Was für eine Fantasie Sie haben. Das haben nämlich nur sehr wenige Männer. Der Merkel zum Beispiel hat keine. Überhaupt haben Sie da schon ganz recht. Sehen Sie, Franz, sehen Sie die Polizisten? Sie haben ihn. Nein, die werden ihn noch nicht gleich verhaften. Das war doch nur ein Oktoberfestspaß. Ein Jungstreich. Das kommt auf dasselbe hinaus. Weil er doch schon auf Tor bestraft ist, bekommt er eben 3 Jahre Knast. Diesmal nicht auf Bewährung. Und der während seiner Vorstrafen hat er sich schon Tuberkulose geholt oder irgendein Türke sticht ihn ab oder so. Der kommt nicht mehr heraus. Vorbestraft? Jupp. Was glauben Sie, wie alt ich bin? 25. 20? Ja, wir sind halt heute eben alle älter, als wie wir sind. Da
arme Franz, der arme Mensch. Ja, so ist das Leben. Kaum fängt man an, schon ist es vorbei. Ja, ich habe ihm ja schon immer gesagt, dass so kriminelle Aktionen wenig Sinn haben. Lieber stempeln. Ja, lieber hungern. Ja. Ja. Ich habe es dem armen Franz gleich gesagt, dass er sie in Ruhe lassen soll. Weil ich das gleiche Gefühl gehabt habe, dass du anders bist. Deswegen hat er mir auch das Bier ins Gesicht geschüttet. Deswegen? Ja. Wegen mir? Ja, wegen dir. Ja. Verdiene ich das denn überhaupt? Guten Abend, Kasimir. Eigentlich habe ich nur ein Eis essen wollen und mit der Achterbahn fahren wollen und dann kam der Zeppelin. Und du hast gesagt, dass ich dich verlasse, weil du abgebaut worden bist. Verstehst du das? Dabei. Und dann hast du noch gesagt, dass der Rauch und der Speer mich nur zu ihrem Vergnügen ausnützen wollen, ja, dass ich zu dir gehöre. Ja, das hab ich. Und da hast du recht gehabt. Ja, das hab ich. Aber was tot ist, ist tot. Und es gibt nun mal keine Gespenster, besonders nicht zwischen den... Kasimir! Hey, sag mal! Wie kann man als Frau so wenig Feingefühl haben? Das ist die neue Caroline. Das geht dich gar nichts an. Ach so. Und den Merkel-Franz betrügen, ha? Das ist wohl mehr Feingefühl. Der Merkel-Franz ist tot. Jedenfalls für mich. So. Und das soll ich dir glauben, Schlampe. Mann! Caro! Es reicht. Genug. Geh. Geh. Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich. Und dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben, das geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen. Eugen! Eugen, was machst du hier? Ich hab dich vor den Kopf gestoßen und das soll man nicht, weil man alles zurückbekommt. Es wird immer besser. Besser? Das ist immer derselbe Dreck. Es wird immer besser. Nein, es wird, wer sagt das? Es ist immer derselbe Dreck. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Immer besser. Ja. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Besser. Und besser. Und besser. Immer besser. Es wird immer besser. Immer besser. Immer besser. Immer besser. Immer besser. Ja. Du, Erna?